Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play CrossCode. Ich bin schon Justin, ich wünsche euch einen wunderschönen, angenehmen Tag. Wir sind gerade hier im Saphirgrad, haben im letzten Part wahrscheinlich das letzte Gebiet des Spiels freigeschaltet. Aber da kümmern wir uns jetzt noch nicht drum. Jetzt gehen wir erstmal nach Rhombus Square und gucken uns da ein wenig mit den Leuten um. Was ich noch sagen möchte ist, dass... Also für mich ist gerade der 27. September, für euch ist das der 9. Oktober, also das ist ein bisschen zwischen. Ich habe ein bisschen sehr viel aufgenommen im Voraus. Ja, es tut mir leid, aber ich kann mich einfach nicht zurückhalten, wenn es einen Crosscode gibt. Auf jeden Fall, für die, die es noch nicht wissen, den Crosscode-Soundtrack gibt es mittlerweile auch auf Spotify und halt überall zu kaufen. Ja, das heißt überall, ne? Aber auf jeden Fall zu kaufen. Aber ich höre ihn halt über Spotify und dann unterstütze ich ja auch den guten Dennis. Dennis, keine Ahnung, wie genau man das ausspricht, um ehrlich zu sein. Das ist halt das erste Mal, dass ich von dieser Schreibweise gehört habe. Halt mit Dennis, mit Z am Ende. Aber egal, wir gehen jetzt aber nach Rhombus Square und da wird alles gut sein. Yay! Okay, da geht's zurück und hier geht's rein. Laserbahn, mein Erzfeind. Wir sind wieder in Rhombus Square. Was hättest du, das hättest du kommen sehen müssen. Ich weiß, die sind einfach so gemein. Warum sind die so gemein? Und, oh, das sieht so schön aus. Cross Central? Einkaufsviertel, Südbogen. Ach, ist das geil. Okay, wo sind meine Leute, frage ich mich. Schließe ich den anderen Rhombus Square an oder durchsuche den Norden in Saphirgrad? Verdächtig. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo die sind. Und die erstmal suchen. Under Construction, okay. Ja. Rhombus Square. Es gibt 8 Truhen. Rhombus Arena. Und da gibt es auch was. Aber ich suche halt, wie gesagt, erstmal nach meinen Leuten. Ich mag diesen Ort echt. Es ist so ruhig und schön. Ja, diese Bäume machen echt irgendwie müde. Ja. Ja, schön, schön. Ich mag den Soundtrack. Der ist wirklich sehr entspannt. Ich könnte wetten, dass wir auch, sobald wir auf die Leute treffen, ein Duell mit Apollo zu erwarten haben. Okay, da oben ist eine Kiste. Die möchte ich haben. Noch lieber möchte ich meine Leute finden. Wo sind meine Leute? Wo ist meine große Party? Hier kann ich einkaufen, glaube ich. Keine Ahnung. Auf jeden Fall geht's hier raus. Ah, okay. Kann ich darüber? Ja, ja. Und gönnen wir die Bronzesruhe. Topaz. Seltene Materialien. Sehr schön. Nee. Ein Rhombus Square. Ja. Muss die Leute nur noch finden. Ach. Emilie? Apollo? Citron? Irgendwo? Gartenallee. Hier geht's nach unten. Das ist so groß hier. Ich gehe erstmal zum Südbogen. Vielleicht finde ich die ja hier irgendwo. Ich
Ich glaube nicht, dass sie irgendwo weit weg von diesem Punkt sind. Glaube ich. Okay, der darf hier also nicht rüber. Gut, Sperrgut. Tut uns wirklich leid, lieber Spieler. Diese Brücke wird zurzeit repariert. Sowohl die Brücke hat kaputt gehen lassen. Wahrscheinlich so, dass Avatare so schwer sind, dass unter den durchaus einbricht. Die Autos waren wohl auch nicht. Die sind ja unten ans Grid gebunden. Ich mache mir mehr über deinen Fetisch Gedanken, ständig auf dem Boden zu sitzen. Okay, Leute. Okay, das heißt, Lloyd-Passage, da geht nicht. Wo sind die? Wo sind die? Ich möchte meine Party finden. Ich finde meine Party nicht. Was ist das? Okay. Nix. Gut. Wo ist meine Party? Ich meine, ich guck mir sowieso noch erst einmal. Mal gucken, was es hier unten gibt. Ist das groß hier? Ist so groß hier? Ist schön groß hier? Das Villa Kunterbunt. Ah, oh, schön. Schön. Nicht stören. Oh, erstmal reingehen. Moin. Hast du nicht das Schild draußen gelesen? Lass einen alten Mann in Ruhe. Ist ja gut. Was haben wir da? Logbuch-Eintrag 104 freigeschaltet. Nice. Okay. Da komme ich. Irgendwie hin, denke ich. Irgendwie? Aha. Müssen nur noch darüber schaffen. Ach, geschafft. Okay, wunderbar. Mehr will ich gar nicht. Antikes Symbol. Haben wir da unten noch eine Villa, in die wir rein können. Die hier, aber wahrscheinlich erst später. Mit einer Quest oder so, weiß ich. Mal gucken, was haben wir hier auf der Seite? Ich nehme an, auf jeden Fall noch mal Häuser. Fanclub gibt uns Angeln. Ah, okay. Demnächst Omni-Gilders. Interessant. Fanclub gibt uns Angeln. Das ist auch interessant. Es ist ja ein... Es soll ja an JRPG angelehnt sein, daher dürfen natürlich keine Angeln... Darf natürlich keine Angelquest fehlen. Da ist was dran, ja. Aber das habe ich auch bis jetzt noch nicht gesehen. Deshalb wahrscheinlich dieser Fanclub. Ich weiß nicht, wie likely es ist, dass das implementiert wird. Lapis Lazuli. Ach, dann kann ich hier hin. Okay. Moment, ich hätte auch einfach. Moment, hier rüber gekommen, ne? Okay, stupid me. Das ist noch im Aufbau. Das ist. Okay. Herr und Frau Olu. Doppelhaushälfte. Doppelhaushälfte. Ich find's schön. Das ist halt so. Das ist sowas typisch Deutsches, so eine Doppelhaushälfte. Doppelhaushälfte, Frau und Herr Olu. Immer noch. Okay. Interessant, interessant. Rechts geht's nicht weiter. Dann haben wir hier jetzt alles soweit, müssen wir. Ja. Sind hier vielleicht woanders? Dass sie im Einkaufsviertel sind? Aber Cross Central hieß es denn, oder nicht? In Rombus Square einfach nur. Muss ich die Leute erstmal finden? Ist hier ein Einkaufsviertel? Habe ich jetzt auch freigeschaltet, aber. Wo sind die Leute? Ach! Ah, okay.
schließe dich hier an der Humble Square an. Okay, erstmal anrufen. Party. Eliminator. Kontakt. Hi. Bonjour, Chérie. Mon Dieu, Humble Square ist doch mal in der Stadt, was? Ich liebe es, auf diese Autos zu springen und die Straßen zu überqueren. Das sollte ich demnächst auch mal in Real Life probieren. Warte! War nur ein Witz, Chérie. Ich bin doch nicht lebensmüde. Verstehe, du brauchst ein paar formidable fliegende Fäuste. Ich bin bereit. Ist irgendwann zu leer. Natürlich können wir gemeinsam das mit Clan Shadowns bereit. Achso, ich kann hier die Party. Achso, deshalb sind die nicht da. Items. So viele Sachen, die man kaufen kann. Defense-Gesundheit dafür Attack extrem hoch. Zweischneidiges Schwert, okay, das ist interessant. Durian. Der eine wahre König aller Früchte. Halb 50% der maximalen Lebensenergie und dazu noch Attack hoch. In 40 Sekunden, nicht schlecht. Scharfer Beetle-Typ. Pulsierender Globus. Achtung, nicht schneller drehen, als die Musik läuft. Werwolf am Stiel. Werwolf am Stiel ist immer noch so diese eine Sache. Okay, was haben wir hier noch? Was verkaufst du? High Sandwich? Chef Sandwich hätte ich gern. Wo kann man... Oder nur Wasser her? Man muss jetzt wirklich irgendwo im Handel erwerben, wenn ich sowas wie Chef Sandwich haben möchte. Kann ich hier erstmal noch einkaufen? Kaufen Kobalt Laserbrille. Laserschneider. Ja. Ja, nehme ich mit. Jetzt habe ich nichts mehr, aber ich habe neue Ausrüstung. das ist schön. Klimahaube ist okay. Koboldschneide. Laserschneide. Laserschneide. Laserharnisch. Laserstiefel. Und wieder verkaufen. Armrüstung. Die ganzen Sachen behalte ich. Die Jagdbolzen auch erstmal. Kobaltschneide kann weg. Dann nix. Der Kobaltharnisch kann weg. Die Kobaltstiefel können weg. Wieder ein bisschen was. Okay, wunderbar. Was gibt's hier oben? Händler! Episches Metall. Hydra-Reißzahn. Was bringt mir das? Ansturm und HP-Rack? Okay. Eiferlamellen. Plänkler, Terminator-Faust. Mantispeitsche, goldener Falke. Knüppel der Macht. Plänker, Raufbold, 20% Hautsucher, Beinhaltung, Kreuzkonter, Raufbold, Blitzsprint. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Jetzt brauche ich aber noch 4 Rubine. Nur 4 Rubine. Meisterfäustling. Zitrin und Granat. Gib ihm. Was ist gib ihm? Erhöht den Schaden bei Gegnern, die gelähmt, schwach oder gebrochen sind. Das ist halt. Rächer, Status, Berserker, HP Rack, SP Rack. Also Berserker nochmal. Erhöht den zugefügten Schaden bei kritischen HP. Aber kriege ich auch mehr HP. Blaufaserrobe brauche ich dafür. Das ist wirklich High-Level-Shit hier. Truhenpanzer. Kistenbinder. Silbertruhenpanzer. Da fehlt noch ein Silbertruhenpanzer. Muss ich wirklich ganz, ganz viel erkunden. Muss ich wirklich noch ganz viel erkunden, wenn ich da handeln möchte. Oh, das ist schön. Was haben wir hier? Booster.
Oh, ist das der Quest? Willkommen in der Booster Launch, Sticker. Hier kann man die Booster-Items kaufen, welche in Crosswords-Version 1.351 eingeführt wurden. Hm? Da dies dein erster Besuch ist, werde ich es dir erklären. Diese Händler hinter mir haben für jedes größere Gebiet ein Booster-Addon. Sobald man es einschaltet, werden Gegner in den betroffenen Gebieten um einige stärker. Sie werden auch seltene Edelsteine droppen, mit welchen man in Rhombus verhandeln kann. Jedoch braucht jeder Handel ein legendäres Item, welches in den betroffenen Gebieten gefunden werden könnte. Sie sind sehr gut versteckt. Versuch eine Kommunikation aufzubauen, um andere Spieler zu lokalisieren. Viel Glück und gutes Jahr, Sieger. Danke! Wann hat Lea Danke gelernt? Gradverstärker, Gartenverstärker, Talverstärker, Trailverstärker, Fallverstärker, Riceverstärker. Halcyon-Tropfen. Okay. Porträt des Verfalls. Ah, okay. Himmelsnamen habe ich schon. Okay. Regenbogenjuwel und Kastanien noch ohne. Sollte noch gehen. Galaxiebeere, Altholz, Biosquelle, Sternfrucht. Grad ist Traumglobus, Stahlbambus und Kobaltkristall. Traumglobus. Okay, da muss ich noch ein bisschen erkunden. Oh, da freue ich mich drauf auf sowas. Aber ich glaube, das werde ich eher privat machen. Es geht. So ist nettes Zeug und brauchst nicht weiter suchen. Aber nur ein Item pro Körper, das sind die Regeln. Truhensucher. Gibt einen Impuls ab, wenn man in einem Raum betritt, der eine ungeöffnete Truhe beherbergt. Nehmen wir das einfach mal mit. Ich meine, wir haben ja Ausrüstung. Ne, das war nicht hier, das war bei Inventar. Truhensucher aktiviert. Okay, das ist cool. Das ist verdammt cool alles hier. Ich mag den Ort hier. Das Einkaufsviertel, das ist toll. Auch diese Idee mit den, die lassen stärkere Sachen fallen. Das ist cool, das ist verdammt cool. Ist das hier? Woher kam die Musik? Ich trau diesem Kaktussaft irgendwie nicht. Ist das neueste Saftdesign. Perfekt optimiert für besseren Geschmack. Kannst du mir mehr über die Firma sagen, die ihn produziert? Sorry, aber die Seelenfos sind streng gehalten. Ah, NPC nehme ich an. Burak? Okay. Ah, natürlich, ja. Ja, das muss es geben. Das möchte ich mal kurz erklären. In den Dev-Streams wurden ja immer Sachen gezeichnet. Da dürfen die Speedlines nie fehlen. Und wo dürfen Speedlines auch nie fehlen? Genau, in Initial D, einem Straßenrennen-Anime. Und, da läuft halt immer Eurobeat! Und halt die ganze Zeit, und halt driften, ne? Geht halt eine Menge um driften und... Ah, das ist cool. Das finde ich schön. Das sind so kleine Details, die mich extrem glücklich machen. Ach ja, okay. Gut, dann, Party. Wir müssen die auch wieder ausladen, die Leute, leider. D'accord, bis zum nächsten Mal mehr. Und damit trennen sich die Sphäromancer, während sie sich auf ihrer Reise erneut begegnen. Nur die Zukunft kann es zeigen. Ja, Karte. Damit sollte ich jetzt Rhombus Square soweit erkundet haben. Mal gucken, was da noch kommt. Beziehungsweise, wie ich da hinkomme. Aber egal. 3 von 8, 6 von 6. Frachtschiff. Wir gehen jetzt erstmal Saphirgrad und dann hier
in den Norden. Zwei Truhen geortet. Ja, da oben die. Dann gibt es hier noch die Goldtruhe, an die ich nicht rankomme. Das mache ich aber ein anderes Mal. Hier gibt es keine Truhe, okay. Stimmt, ich wollte nochmal in den anderen Part eigentlich hineingucken, wie genau jetzt die Reihenfolge war von Dingen, die wir machen mussten. Ich glaube, das war erst hier oben rechts. Im Protokoll wurde gerade eine Art Aufzeichnung gestartet. Die Aufzeichnung wurde abgebrochen. Aufzeichnung wieder gestartet. Aufzeichnung abgebrochen. Gestartet. Aufzeichnung wurde gestartet. Hast du auch dieses Geräusch gehört? Hörte sich so an, als ob wir etwas richtig gemacht hätten. Lass uns noch weiter umsehen. Okay. Interessant. Hier ist eine Höhle. Traumsee. Zwei Truhen geortet. Was es hier wohl noch gibt. Ich habe tatsächlich extrem wenige Gegner hier besiegt im Saphirgrad, weil mir einfach auch nicht nach Kämpfen war hier. Ich meine, es sieht alles so schön aus und gleichzeitig... Oh, ich bin hier gerne. Musik ist toll. Und es ist schön beruhigend hier wirklich. Also wirklich sehr beruhigend alles. Oh, tut mir leid, ich habe mich eigentlich muten können. Ich habe ja jetzt einen Hotkey dafür. Gut, wenn wir so mal, schon mal hier sind, können wir uns auch die beiden Truhen holen, die hier versteckt sein sollen. Nebenbei machen wir halt sowas hier, ne? Ein bisschen Pflanzen kloppen. Darauf, darauf, da, hier runter, ja. Hier oben hoch. Dann hier hoch. Geht das so? Jawohl. Goldenes Ticket. Das klingt selten. Das klingt wirklich sehr selten. Upp. 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 Voilà, lassen wir es erstmal sein. Ha, geschafft. Das hat mir nichts gebracht. Okay, cool. Na komm. Geht doch. Das wird verdammt schwer, da hochzukommen. Ich glaube, da soll man noch gar nicht hochkommen. Wie viele Truhen gibt es hier? Muss ich einfach das Gebiet nochmal neu ins Gebiet gehen? Eine Truhe gibt es hier noch. Bravo. Ich habe nur die eine Truhe gesehen. Oder bin ich blöd? Ich meine, das steht außer Frage. Das wissen wir ja bereits. Okay, so schaue ich es auch nicht rüber. Schade, muss nochmal den ganzen Weg zurückklatschen. Ach, da! Okay, lassen wir das. Muss einen anderen Weg dahin geben. Denke ich, ja.
Von der anderen Seite. Ein ganz einfacher. Okay. Traumglobus. Da ist das seltene Item, das ich brauche. Um hier die stärkeren Gegner freizuschalten. Okay. Es tut nichts zur Sache, wir wollen von Nintendo. Hier ist, genau, hier war das. Hier haben wir was Neues. Im Protokoll wurde eine Art Aufzeichnung gestartet. Die Aufzeichnung wurde abgebrochen. Okay. Wieder gestartet. Abgebrochen. Okay. Okay, hier. Hier? Nein, nicht dadurch. Okay. Da. Da auch nicht. Da ist auch falsch. Okay. Da ist richtig, da ist richtig. Da ist falsch. Aha. Das auch nicht richtig ist. Abgebrochen. Okay, das ist. Das ist interessant. Hä? Ach, hier rüber denn. Okay, da darf ich nicht durch. Okay, da habe ich ungefähr eine Ahnung. Mhm. Da auch nicht. Okay, okay. Ich habe einen Plan. So. So. Auch nicht. Darf nicht übers Wasser laufen. Hier hoch, da hoch. Das ist wirklich Try and Error hier, ne? Gut, das nicht. Noch ein Versuch. Welchen Weg habe ich noch nicht probiert? Das ist es auch nicht, okay. Muss ja irgendwas hier sein. Ich sollte schon laufen, um zu springen.
Nein, das ist es auch nicht. Das war auch falsch. So, so, so. Wirklich wie ein Labyrinth hier. Da ist abgebrochen. Zwischen den beiden. Und da ist auch sofort abgebrochen. Hier ist nicht sofort abgebrochen, aber da erst. Das heißt, ich muss eigentlich hier durch, oder nicht? Auch nicht. Ich habe das Gefühl, ich hab's fast. Ach, ich musste da rein. Schon wieder. Sieht so aus, als kämen wir der Sache näher. Okay, ich war einfach nur dumm. Ich hab dich übersehen. Okay. Ihr dürft jetzt gerne facepalmen. Okay, das ist genau so eine Sache. Hoppala. Abgebrochen. Okay, das ist der falsche Weg. Ich würde sagen, das gucken wir uns mal im nächsten Part an. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen, angenehmen Tag. Justin, haut rein, bleibt gesund und tschüss.